Moin Moin, also ganz herzlich willkommen zu diesem Account Overview. Wie ihr sehen könnt vom lieben, ich nehme mal an, das heißt Win. Er ist auf Server 81, deutsche Version und Stufe 95. Er hat auch schon gemeint, er hat schon ein bisschen was gerecharged bzw. gekauft. Tier WP 14 ist ordentlich und seiner Meinung nach war es am Anfang sinnlos ausgegeben. Und bevor ich jetzt den Account angeschaut habe, ja, das stimmt, denke ich mal, denn am Anfang kann man einfach nicht so viel raus und wie jetzt ein bisschen später, wenn man schon weiter ist, wenn man, sag ich jetzt mal, weiß, welche Ressourcen man braucht, dann ist es natürlich immer sinnvoller, dann erst zu rechargen, wenn man überhaupt rechargen muss. Aber jetzt schauen wir einfach mal seinen Account an, ob man hier oder was man hier alles rausholen kann. Im Überblick, ganz normal 95, VIP Level 14, das haben wir alle schon, 80 Pokémon hat er insgesamt und er ist in der Gilde La Milch. Okay, interessant. Oh, hier haben wir volles Publikum, Bosstöter. Weltberühmt, Serverbezwinger, schön. Also hier sind krasse Titel am Start, nicht schlecht. Hier erhalten. Okay, hier die normale Kleidung ist, oder davon sind relativ viele da. Sehr schön, dass Schwester Joy am Start ist und dadurch werden ja alle Heilungsfähigkeiten, ich glaube 20% sind das, ja, 20% erhöht. Gleichzeitig natürlich nochmal die Verteidigung 5%. Hier oben hat er jetzt auch schon den lieben N. Müsste, wenn mich alles hört, aus Black and White sein. Ich mich da nicht irre. Nee, doch, ja doch, nee. Nee, schwarz und, ja doch, schwarz und weiß muss es glaube ich sein. Ärger. Bei den Technologien hier alles 20%, sehr schön. Jetzt schauen wir natürlich nochmal in sein Pokédex. Na, schade, dass hier schon mal Celebi fehlt. Mesprit fehlt auch, okay. Aber sonst sind hier ganz gute Pokémon am Start. Ja, zum Beispiel Milueta. Hier unten wird es ein bisschen dünner hier, aber mit Anego, beziehungsweise nicht Lego in der deutschen Version. Sehr schön, vor allem ein guter Start für ein Gift-Team. Sonst, Rayquaza ist am Start, Ho ist am Start und hier unten habe ich schon Boreos gesehen, also ein Flugteam könnte er theoretisch machen. Wir schauen jetzt erstmal in die Champions League, denn da sehen wir seine Teams, hier mit 17 Power, schön. Ich werde mich auch beeilen, solltest du noch mehr Punkte in der Kampf mitmachen wollen. Genau, hier, wie angekündigt von mir oder wie vermutet, ein Flugteam ist aus dem Main-Team. Dann ein, in Anführungsstrichen, Kampfteam hier mit Milueta. Das ist natürlich interessant, wenn hier auch die Sacrifice-Option am Start ist, denn sobald die beiden verrecken, hat Milueta genug Verteidigungswerte, um hier gut klarzukommen. Auf der anderen Seite sollte sie jetzt irgendjemand nicht einschläfern können oder gegen irgendjemand nicht gut sein, dann können es die Sacrifice-Pokémon oder die Swords of Justice in dem Fall klären, insofern sie natürlich trainiert sind. Da bin ich dann gespannt drauf. Hier unten haben wir ein Geist-Team. Hier findet man auch sein Arceus, also schöne Teams, schöne Teams. Naja, by the way, hier seht ihr auch noch mal die ganzen Daten von ihm. Win, Server 81. Naja, by the way, in den Titel kann ich leider Win so nicht reinschreiben. Da suche ich mich dumm und dämlich, bis ich da alle Buchstaben und Zahlen, Ziffern gefunden habe. Okay, jetzt erstmal. Okay, seine Swords of Justice sind schon mal ein bisschen trainiert. Das finde ich sehr gut. Aber wir starten direkt mit Rayquaza. Rayquaza bekommt jetzt hier Skill Breakthrough. Hier oben seht ihr es auch schon. Leider ist ja nichts vorhanden, aber die Items, die sind leider auch asozial zu bekommen. Doch mit Drachenzahn ist hier schon mal der Anfang getan. Attributswerte, ja schön, natürlich oder verständlicherweise Leben und die Verteidigungen ein bisschen niedriger als Speed und Special Attack. Special Attack richtig viel investiert, damit man auch ordentlich Damage austeilt. Hier unten Anpassung ist, würde ich meiner Meinung nach, oder würde ich sagen, ist das Beste, was man haben kann, denn Attacken von Typ Drache und Flug werden verstärkt und Rayquaza hat nur Attacken von Typ Drache und Flug. Hier unten Drachensprache passt natürlich aus. Ein Drachen-Pokémon, also Drachensprache, ist einleuchtend und finde ich super. Weil wenn ihr hier mal anschaut, die Leben 400.000 und Special Attack hier mit 130.000, das ist ordentlich. Normalerweise kennt man so in etwa Leben im Kampf dann 2 Millionen und Special Attack sind dann auf 300.000, also krasserer Unterschied, prozentual gesehen, als jetzt hier und das finde ich echt super. Also hier ist ordentlich Power vorhanden. Hier sehen wir auch erhöhten Special Attack Build. Wir haben ein Guardian Spirit. Wir haben Absorb, Synthese und Healing. Schöne Kombination bei Rayquaza. Damit wird es tankiger. Und das Ganze ohne, dass man bei den Attributen viel in die Verteidigung und Leben investieren muss. Hier unten haben wir ein bisschen Geschwindigkeit drin. Wird Winde schneller und hier was für die Crit Rate. Schauen wir mal, Accessoires. Oh, hier ist ein Spannkraft Set. Hier unten, wir können mal schauen, am Anfang des Kampfes haben 30% Wut. Okay, Deutsch ist wieder Genius. Empfänger Schaden mit Kämpfen, Wut plus 10%. Also wenn man Schaden bekommt, dann erhöht sich die Wut. Nach dem Empfänger Schaden, kritischer Trefferrate
plus 3%. Also das hier würde ich mal sagen, Raserei ist hier gut gewählt. Ist auch ordentlich. Klar, es gibt das Pokémon, die da hier dahinterher sind. Ja, also die Pokémon sind hier noch nicht direkt, also sowas wie Hooper beispielsweise, also die hier wirklich auf Crit Damage gehen. Also deswegen jetzt hier nicht optimal. Aber besser bei einem Pokémon, das extrem viel Damage austeilt, hier auch noch eine hohe Crit Rate zu haben. Denn ja, dann geht der Kampf schneller. Die anderen zwei würde ich jetzt eher mal für Meluetta aufheben, beispielsweise, oder wären eher für Meluetta, dass sie einfach schnell zu ihrer Rage-Anzeige kommt. Doch alles in allem hier auch sehr schön. Züchten plus 25, top. Also ich bin hier zufrieden, hier kann man nicht viel machen. Initiative plus 10%, Verteidigung minus 10%. Okay, hier könnte man vielleicht beim Wesen noch ein bisschen, oder könnte man ein anderes auswählen, und zwar erhöhten Special Attack Wert und minus Physical Attack würden, denke ich, die meisten wählen. Vielleicht ein oder andere auch noch erhöhten Initiative-Wert und minus Physical Attack-Wert, doch alles in allem kann man damit gut leben. Als nächstes so, hier mit Charcoal finde ich interessant. Ich zocke eher die Tank-Variante, doch hier mit Charcoal ist eher die Damage-Variante. Schauen wir mal. Ja, hier ziemlich krass auf Speed, damit es öfter Safeguard einsetzen kann. Beziehungsweise, wie heißt die Attacke? Bodyguard. Lol, okay. Also hier Bodyguard, dann haben wir eigentlich schon Safeguard, alles klar. Hier unten haben wir Machenbein, dadurch wird der Angriff um 60% erhöht. An und für sich nicht schlecht. Schauen wir mal, was hat man hier noch bekannt. Genau, ich denke, die meisten würden hier eher auf Combo gehen, denn hierdurch kann man insgesamt auf 40% kommen. Das ist natürlich dann schon einiges besser. Hier unten haben wir Dreckig, werden die eigenen Attacken gesenkt, steigen Angriff und Spezialangriff um 15%, dauert 3 Runden an. Und ja, okay, das hier ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also wenn einer der Attack-Werte verringert wird, dann steigen sie. Ist halt jetzt die Frage, wenn man jetzt beispielsweise durch irgendeinen Angriff etc. hier theoretisch minus 10% Physical Attack bekommt, ob man dann insgesamt nur diese sozusagen plus 5% hat, da man ja 50% dazu bekommt, 10% verliert, also nur plus 5, oder wird es dann sozusagen, also statt dass man diese 10% verliert, bekommt man dann einfach nur 5%, das ist die Frage, da glaube ich könnt ihr mehr dazu sagen. Doch auch hier hätte ich was anderes gewählt, schauen wir mal, das hier zum Beispiel. Das habe ich, glaube ich, bei meinem Ho-Oh drin. Denn bei Feuerschäden, die ja auch auf die Medaille hinweisen, wir können direkt mal schauen, damit jeder weiß, wovon ich rede. Orden, hier, Feuerorden. Er macht hier nämlich Feuerdamage, wenn der eingesetzt wird, und somit wird dann Ho-Oh geboostet. Das habe ich, glaube ich, wenn ich nicht alles täusche, gewählt. Aber ich, das hier unten könnte theoretisch auch gut sein. Hier, das Wesen ist perfekt. Plus 10% Angriffsschaden und minus Special Attack. Oder Spezialangriff. Wir sind hier in der deutschen Version. Hier wieder diese Kombination aus Healing, Synthese und Absorb. Top. Dann dazu hier noch erhöhten Physical Attack Wert. Das hier ist genau Physical Defense. Haben wir gerade den Spirit und erhöhten Speed Wert. Bei den Ausrüstungsgegenständen habe ich hier leider nur ein orangefarbenes Set, aber dafür auf 94, also gut trainiert. Züchten plus 25. Ich sag mal so, hier das Main Team, das Flugteam ist ja echt gut trainiert worden, und vor allem jedes dieser Pokémon bekommt einen Skill Breakthrough, und Boreus bekommt ja oder hat ja hier seine Entwicklung bekommen. Dauert natürlich lang, bis man hier 150 Warspiegel hat, doch es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, schauen wir hier, sehr hoher Initiativewert und Leben plus 111%, ist in Ordnung. Geheime Fähigkeiten, was haben wir hier? Hier haben wir Physical Defense, wir haben Special Defense, wir haben hier etwas für die, ja, für die Rage-Anzeige, also für die Raserei. Wir haben den Kristall, Guardian Spirit, erhöhten Speedwert und Healing. Hier unten haben wir Tempo Schub, ist immer sehr gut bei einem Supporter-Pokémon wie Boreus. Und hier haben wir Häuten, das ist auch sehr gut immer für Supporter-Pokémon, denn dadurch besteht eine 50%ige Chance, dass sie von dem Status-Effekt befreien können, also von dem Crowd-Control-Effekt im Englischen. Bei den Accessoires haben wir hier das, das Original-Set. Jedoch bekommen wir minus 10% Schaden, wenn wir angegriffen werden, jedes Mal beim Kämpfen Schaden halten. Alter. Man kann, wenn man angegriffen wird, zu einer 50%, nee, zu einer gewissen Chance, die hier leider nicht steht, kann man Schadensenkung um 50% bekommen für eine Runde. Und hier, ja, jedoch wird die Trefferquote um 5% erhöht. Also, mein Fazit: Diese drei Pokémon sind gut trainiert, sehr schön. Wie gesagt, Boreus braucht noch seine Ulti bzw. seine Entwicklung, dadurch werden die Fähigkeiten noch mal krasse, bekommst noch mal ein bisschen Dodge Rate bzw. 20%, das ist ordentlich.
Leider geht dann erst wieder die Power runter, da sich die Attribute ein bisschen verändern. Doch alles in allem lohnt es sich. Dann natürlich Rayquaza, wenn du da jetzt den Skill Breakthrough machst und sag jetzt mal wirklich Glück hast, alle neuen Skills zu bekommen, alle auch auf Max Level, dann wird dann Rayquaza wahrscheinlich so bei knapp 3 Millionen Power rauskommen. Also kriegst du ja nochmal einen ordentlichen Schadensboost. Jetzt schaue ich noch schnell, oder ich überfliege jetzt noch den Giratina hier sehr schön mit dem Ur-Platinum Orb, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sehr, sehr schön hier unten. IQ, dadurch wird der Special Attack Wert erhöht und kann nicht gesenkt werden. Hier rechts Anpassungen, wir schauen nochmal. Geist und Drache, die Attacke und die Attacke werden alle gestärkt, also somit auch ähnlich wie bei Rayquaza eine sehr gute Wahl hier. Attribute sind, ja, schade, hier fehlt noch der Physical Defense Wert. Doch zumindest machst du dich schon so ein bisschen an die Attributswerte, das ist sehr gut. Hier unten momentan nur Healing, erhöhte Geschwindigkeit mit Windeschnelle. Guardian Spirit und erhöhten Special Attack Wert. Ausrüstungsgegenstände leider momentan noch auf Orange und züchten auf plus 21. Also mein Fazit, du hast ja geschrieben, ich soll dir ein paar Tipps geben, welche Teams du holen kannst oder machen kannst, wie du deinen Account verbessern kannst, auch alles in allem, wenn jetzt deine Pokémon vom Training so weitergehen und so weiterhin so gut durchdacht sind, dann ja, bezogen auf die Pokémon finde ich hier nichts. Wie gesagt, die einzigen Tipps, die ich dir geben kann, habe ich dir gegeben, und zwar Boreos entwickeln und Rayquaza Durchbruch bzw. im Skill Breakthrough komplett, insofern es möglich ist. Das Ganze natürlich dann auch, sobald es kommt, Ho-Oh und Boreos. Aber alles in allem sind sie gut trainiert. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Orden du verwendest. Hier Flutorden, ja, Feuerorden, okay. Und Heilorden. Das ist schade. Ich sag mal so, wenn ihr die Attributswerte hier unten trainieren wollt, dann okay. Es war jetzt, lohnt sich zwar nicht so viel, da man das Ganze nur punktuell erhöht und nicht prozentual, was euch später mehr bringt. Doch ich sag mal so, Heilkunst muss es nicht unbedingt sein. Das, was ihr geheilt wird hier, 3200 Leben werden geheilt. Und das bei, wie gesagt, irgendwann 1 bis 2 Millionen. Na, es lohnt sich nicht unbedingt, das hier zu trainieren. Also das ist eher rausgeworfen. Dass hier auch schon ein bisschen was investiert ist, ist auch schade. Erstmal würde ich einen Orden fertig machen. Hey, da ein bisschen geordneter rangehen. Doch alles in allem sind deine Pokémon hier in Ordnung. Ich schaue jetzt mal Rangliste. Hier bist du auf Platz 3. Bin ich mal gespannt, was hat der Gegner? Ein Wasserteam, okay. Und der erste auch ein Wasserteam. Ein Wasserteam mit 10 Millionen Power, das finde ich schon. Ich finde es krass, denn ich sag mal so, sobald Hooper hier noch krasser vorhanden ist, sobald mal Shadow, Ash und Napier wirklich ins Rennen kommen und einfach die Sacrifice Option, dann kannst du mit deinen 7 Millionen Power ohne Probleme deren beiden Teams schnetzeln. Das wäre vielleicht noch meine Empfehlung, dass du entweder Omnilurta jetzt am Psyche-Team baust, und zwar Deoxys und Tapu Lele, oder hier mit deinem Milurta zum Beispiel austauschst mit Machado oder Ash Infinite dann irgendwann. Und hier, ja, damit du, ich sag mal so, Machado hat einfach im Late Game, gerade bei den ganzen Pokémon, die immun gegen irgendwas sind, hat einfach Machado viel mehr Gewicht als Milurta, genauso wie das Geist-Team. Kann man theoretisch auch noch verwenden, gar kein Problem. Und später, insofern das Update immer draußen ist, wenn Ultramut Nikolos mal Tarzan Nikolos mal kommen, kannst du auch hier ein bisschen durchwechseln, ja. Aber hier wirklich, schau, dass du vielleicht Machado nimmst, Sacrifice-Option außen rumbaust. Das könnte dir wirklich mehr bringen oder weiterhelfen. Ich bedanke mich jetzt jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Leider kann ich dir nicht so viel helfen, denn der Account ist schon relativ gut und man sieht es ja in deiner Power, du bist gut am Start. Wie gesagt, ich bedanke mich dann noch recht herzlich fürs Zuschauen. By the way, der liebe Herr Win hat auch noch einen YouTube-Account, der macht da hin und wieder mal ein paar Trainer Go Videos, also hier aus der deutschen Version. Da könnt ihr vorbeischauen, er heißt Windrus. Schade, dass er jetzt schon länger oder seit ein paar Wochen nichts mehr gebracht hat. Wirklich sehr schade, aber vielleicht, wenn neuer Content dazu kommt, beziehungsweise wenn er ein paar mehr aufruft, vielleicht hat er dann wieder Motivation. Ich will es feiern. Bedanke mich jetzt und wir sehen uns. Bis dann.